And here we are again. Hi guys, glad to have you back. Welcome to the sixth episode of the Leaper R960 SME assembly. This video is again available in English and German. For the German part, just fast forward to the middle. For the English part, just stay tuned. In this episode, we'll assemble the monoblock boom, a relatively large assembly, but with also relatively few components. So it won't be quite as complex as last time, but let's take a quick look where we left off last time. So last time we assembled the first part of the boom, the stick, along with the quick coupler and the LicoFix system. I'll link the episode up here in the screen just in case you missed it. Let's take a detailed look at the components of this episode. The main components are the monoblock boom itself, the stick cylinder, the hard piping, a wear plate, the auxiliary lighting for the boom, and the lift cylinders, which I've seemed to have forgotten here. And now let's take a quick close up. The hard piping is soldered together from brass pipe with 3mm outer diameter and has connections for a 4mm hose. It consists of two parts. The first part, just shown here, is mounted on every machine. The second part is only needed for machines with auxiliary hydraulics. The stick cylinder with 16mm piston diameter and hard chrome plated piston rod is identical in construction to the other cylinders of this model. By the way, this is the largest cylinder of the model. The two pairs of auxiliary headlights are mounted on the right and left of the boom respectively. The headlights are equipped with ultra bright LEDs and have an integrated series resistor. Therefore, they can be operated directly with 10 to 15 volts. By the way, they are also available as single parts for your individual projects. As always, we start with the preparation, i.e. briefly removing the paint from the joints with the reamer and recutting the threads. You guys know this by now. For those who are seeing this for the first time, just take a look at the earlier videos of this series. There I explained the procedure in more detail. The link to the complete playlist, of course, can be found in the video description. By the way, the four threads for the headlights are M1.6, so you should pay special attention there. Let's start with the assembly of the hard piping. First, the lines are fed through under the mount for the stick cylinder. It is quite tight there, so I masked off the top to protect the paint. I tightened the brackets for the hard piping only slightly at first so that I can still align the lines precisely. The brackets are all brass investment castings, by the way. On my model, I decided to use painted lines and castings. By the way, this is used to be standard on many real machines, but has now been mostly rationalized away. One reason might be that many lines are now made from stainless steel tubing, which does not need to be painted. From time to time, however, you can still see this in real life. On the model, the lines and brackets are therefore usually painted in silver. Just in case you're wondering, the middle lines lead to the quick coupler, the outer lines on the top to the bucket cylinder. The two pairs on the left and right side of the boom are for the auxiliary hydraulics and lead directly to the LicoFix module on this model. The outer lines are therefore only mounted on models that actually do have auxiliary hydraulics. By the way, the boom is made of steel sheet and laser welded. The large castings, i.e. the mount for the A-frame of the upper carriage and the fork, so where the stick is attached, are zinc die cast parts in the model, just like the mount of the stick cylinder at the top of the boom.
Now we come to the hydraulic cylinders. I'm not going to finalize the stick cylinder on the upper side yet. Here I just check that everything is seated correctly. The later assembly is easier if the cylinder is not yet firmly installed. The two lift cylinders, here you can actually see them now, are mounted with the piston rod facing downwards. The two bearing belts are pressed into the holes with their pins. They do not need to be glued. Because of the bolt plates on the outside, everything holds together wunderbar. The two headlights are mounted with M1.6 screws. I have deliberately decided against wrapping the cables in shrink tubing. I find it simply more beautiful this way, but that is of course up to everyone and simply a matter of taste. By the way, I don't shorten the cables yet. We'll take care of this later on in the electronics section. I feed the cables between the tubes so that they are neatly laid without cable ties or similar. At the bottom of the boom, they run parallel to the hoses. As a final step, a wear protection plate is mounted on the underside of the boom, just like on the stick last time. The sheet is again glued with two component glue, and so that it does not slip when drying, I fix it with some tape and let it dry overnight. Okay folks, that brings us back to the end of this episode for today. This time relatively short and crisp. In this episode we looked at the components of the monoblock boom and assembled everything. How do you actually like the second color of my model? So, just leave a comment which color you would have chosen. That would really interest me. If you like the videos, please consider leaving a like and subscribe. Absolutely free for you and super motivating for me. Next time, by the way, we'll marry the monoblock boom from today's episode, the stick from last episode, and the rest of the excavator. Well then, as always, thanks for tuning in and see you next time. Und da sind wir wieder. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zur 6. Episode des Liebherr R960 Aufbaus. Dieses Video gibt es wieder auf Englisch und auf Deutsch. Für den englischen Teil spult einfach zum Anfang zurück, für den deutschen Teil bleibt einfach dran. In dieser Folge montieren wir also den Monoblock-Ausleger, eine relativ große Baugruppe, die dafür aber verhältnismäßig wenig Einzelteile hat. Es wird also nicht ganz so komplex wie beim letzten Mal, aber lasst uns doch schauen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Beim letzten Mal haben wir also den ersten Teil vom Ausleger, also den Stiel, zusammen mit dem Schnellwechsler und das LicoFix-System montiert. Ich verlinke euch die Folge hier oben im Bild, falls ihr das verpasst habt.
Schauen wir uns die Komponenten dieser Folge einmal im Detail an. Die Hauptkomponenten sind der Monoblock-Ausleger selbst, der Stielzylinder, die Hartverrohrung, ein Verschleißschutzblech, die Zusatzbeleuchtung für den Ausleger und die Hubzylinder, die ich aber hier scheinbar irgendwie vergessen habe. Und jetzt noch einmal schnell alles in der Aufnahme. Die Hartverrohrung ist aus Messingrohr mit 3 mm Außendurchmesser zusammengelötet und hat Anschlüsse für 4 mm Schlauch. Sie besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil hier gerade im Bild hat jede Maschine. Diesen zweiten Teil benötigen nur Maschinen mit Zusatzhydraulik. Der Stielzylinder mit 16 mm Kolbendurchmesser und hart verchromter Kolbenstange ist vom Aufbau her identisch zu den anderen Zylindern. Er ist übrigens der größte im Modell. Die zwei Zusatzscheinwerferpaare werden jeweils rechts und links am Ausleger montiert. Die Scheinwerfer sind mit ultrahellen LEDs ausgestattet und haben einen integrierten Vorwiderstand. Sie können also direkt mit 10 bis 15 Volt betrieben werden. Die gibt es übrigens auch als Einzelteil für eure individuellen Projekte. Beginnen wir wie immer mit der Vorbereitung, also kurz mit der Reibadel die Farbe aus den Passungen entfernen und die Gewinde freischneiden. Ihr kennt das ja mittlerweile. Für alle, die das zum ersten Mal sehen, schaut einfach mal in die früheren Videos der Serie. Dort habe ich das Vorgehen genauer erklärt. Den Link zur kompletten Playlist findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die vier Gewinde für die Scheinwerfer sind übrigens M1,6. Hier sollte man also besonders aufpassen. Starten wir mit der Montage der Hartverrohrung. Zuerst werden die Leitungen unter der Aufnahme für den Stielzylinder durchgeführt. Hier geht es etwas eng zu, daher habe ich zur Sicherheit den Ausleger oben abgeklebt, um den Lack zu schützen. Die Halterung für die Hartverrohrung schraube ich zunächst nur leicht fest, um die Leitungen noch genau ausrichten zu können. Die Halterungen sind übrigens alle aus Messing-Feinguss gefertigt. Bei meinem Modell habe ich mich für lackierte Leitungen und Gussteile entschieden. Das war früher übrigens bei vielen echten Maschinen Standard, wurde aber mittlerweile größtenteils wegrationalisiert. Ein Grund ist auch, dass viele Leitungen mittlerweile aus Edelstahlrohren hergestellt werden, die nicht mehr lackiert werden müssen. Ab und zu sieht man es aber trotzdem noch in der Realität. Beim Modell sind die Leitungen und Halterungen daher normalerweise silberlackiert. Falls ihr euch fragt, die mittleren Leitungen auf der Oberseite führen übrigens zum Schnellwechsler, die äußeren Leitungen der Oberseite zum Löffelzylinder. Die zwei Paare rechts und links an der Seite vom Ausleger sind dann für die Zusatzhydraulik und führen bei diesem Modell direkt zum Liquifix-Modul. Die äußeren Leitungen bekommen daher also auch nur Modelle, die auch eine Zusatzhydraulik haben. Der Ausleger ist übrigens originalgetreu aus Stahlblech gefertigt und laserverschweißt. Die großen Gussteile, also die Aufnahmen am A-Bock vom Oberwagen und die Gabel, also dort wo der Stiel befestigt wird, sind im Modell Zinkdruckgussteile, genau wie die Aufnahme vom Stielzylinder oben im Ausleger auch. Kommen wir jetzt zu den Hydraulikzylindern. Den Stielzylinder auf der Oberseite montiere ich jetzt noch nicht final. Hier prüfe ich nur erstmal, ob alles richtig sitzt. Die spätere Montage ist leichter, wenn der Zylinder noch nicht fest eingebaut ist. Die zwei Hubzylinder, hier seht ihr sie also nun, werden mit der Kolbenstange nach unten montiert. Die zwei Lagerglocken werden mit den Zapfen einfach in die Bohrung gedrückt. Sie müssen nicht zwingend verklebt werden. Durch die Bolzenbleche außen hält auch alles so wunderbar zusammen.
die zwei Scheinwerfer werden außen mit M1,6 Schrauben montiert. Ich habe mich hier bewusst dagegen entschieden, die Kabel in Schrumpfschlauch zu verpacken. Ich finde es so einfach schöner. Das ist aber natürlich jedem selbst überlassen und Geschmackssache. Die Kabel kürze ich jetzt übrigens noch nicht ein. Darum kümmern wir uns dann später im Abschnitt Elektronik. Ich fädle die Kabel zwischen den Rohren durch, damit sie ohne Kabelbinder oder ähnliches sauber verlegt sind. Sie laufen dann unten parallel zu den Schläuchen vom Ausleger. Als letzten Schritt bekommt der Ausleger auf der Unterseite wieder ein Verschleißschutzblech, genau wie der Stiel beim letzten Mal. Das Blech wird wieder mit 2K-Kleber verklebt und damit es beim Trocknen nicht verrutscht, fixiere ich es wieder mit Klebeband und lasse alles über Nacht liegen. Okay Leute, damit sind wir für heute schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Heute mal alles relativ kurz und knackig. Wir haben uns in dieser Folge die Komponenten vom Monoblock-Ausleger angesehen und alles zusammengebaut. Wie gefällt euch eigentlich die zweite Farbe von meinem Modell? Schreibt es doch mal in die Kommentare, welche Farbe ihr euch ausgesucht hättet. Das würde mich echt interessieren. Wenn euch die Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Für euch kostenlos, für mich super motivierend. Beim nächsten Mal verheiraten wir dann übrigens den Monoblock-Ausleger aus der heutigen Folge, den Stiel aus der letzten Folge und den ganzen Rest vom Bagger. Also dann, wie immer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.